Unterdrückend. Unterdrückend ist ein Partizip zum Wort unterdrücken. Wer andere unterdrückt, den kann man als unterdrückend bezeichnen. Genauso kann man auch davon sprechen, dass eine bestimmte Vorgehensweise unterdrückend ist. Man kann sich über die unterdrückende Vorgehensweise von anderen mokieren. Unterdrücken kann zum einen heißen, dass man Menschen unterdrückt, dass man eine ganze Gesellschaftsschicht unterdrückt, und es gibt manchmal Terrorregime, die andere unterdrücken. Man kann aber auch etwas in sich selbst unterdrücken. Zum Beispiel kann man bestimmte Wünsche und bestimmte Emotionen unterdrücken. Inwieweit das Unterdrücken von Wünschen und Emotionen schädlich ist, darüber streiten sich die Psychologen. Manche würden sagen, man muss jeden Wunsch irgendwie ausleben, und andere zählen es sogar zur emotionalen Intelligenz, dass man in der Lage ist, eine Impulskontrolle zu haben. Bestimmte Impulse wollen aber auf irgendeine Weise gelebt werden. Es ist nicht gut, alles zu unterdrücken. Im Yoga sprechen wir auch nicht von Unterdrücken, sondern wir sprechen von Sublimieren. Man kann die Energie, die zum Beispiel in Ärger und Wut hineinfließt, mittels geeigneter Atemtechniken umwandeln in positiv nutzbare Energie. Es nutzt zum Beispiel wenig, aber wenn man sich ärgert, laut loszuschreien oder mit Gegenständen zu werfen, dann wird man eher in Probleme geraten, man wird nicht ernst genommen. Wenn man aber mit ein paar tiefen Atemzügen die Energie des Ärgers in positiv nutzbare Kraft umgewandelt hat, dann kann man wirklich etwas bewirken.